Migrantinnen und Migranten und den Geflüchteten umgegangen werden muss. Zivile Seenotrettung darf nicht behindert werden. Es ist unsere moralische und rechtliche Verpflichtung, Menschen in Seenot nicht ertrinken zu lassen. Und das muss natürlich auch das Ziel unseres Handelns sein. Es ist aber auch natürlich wichtig, dass alle geretteten Menschen an der Schiffe an Bord an Land gehen können und dann auch alle tatsächlich angemessen versorgt werden können. Und dafür setzen wir uns als Bundesregierung weiter ein. Wir stehen, wie gesagt, in engem Austausch mit den italienischen Behörden zu diesen zwei Schiffen und auch zu den anderen Schiffen, um die es bei diesem Thema geht, und setzen uns da ganz konkret für eine angemessene Versorgung der Geflüchteten, der Migrantinnen und Migranten ein. Die Bundesregierung hat sich gerade mit Italien und mit den anderen Mittelmeeranrainerstaaten immer solidarisch gezeigt bei der Aufnahme von Geflüchteten, die besondere Belastung der Mittelmeeranrainer immer anerkannt, immer unterstützt und wird das natürlich auch weiter tun. Ein erster Schritt sind, und dass dieser Solidaritätsmechanismus. Und in diesem Rahmen nimmt Deutschland 3.500 Menschen auf, die eben über das Mittelmeer gekommen sind, die in den Mittelmeeranrainerstaaten sind. Und ein erster Transfer aus Italien hat Mitte Oktober auch schon stattgefunden mit 74 Asylsuchenden. Und im Rahmen dieses freiwilligen Solidaritätsmechanismus erfolgt auch die weitere Unterstützung der Mittelmeerstaaten.